Ja, wir sind Tag 5, Runde 13. Das zieht sich schon sehr lange hin eigentlich. Ich denke so, oder schon 2,5 Stunden. Wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt ist gerade am Start der Thorsten Volkers. Die Zeiten sind ist jetzt, wir sind ganz knapp an den legalen Bedingungen schon. Eigentlich wären Stunden da schon. So die Zeiten sind so um die 70 rum. Zum Teil aber auch 80 und darüber. Also man ist sehr, sehr stark darauf angewiesen, was man da kriegt. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so toll zum Fliegen auch. Gab auch schon welche, die da abgesoffen sind. Und ein Modell hängt da unten noch in den Büschen, soweit ich weiß. Start working time. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das zurzeit ausschaut. 16.15 Uhr haben wir jetzt. Und 20. Thorsten Volkers steht am Start. 15. Hat ein bisschen Wind. Model launch. 25. Tobias Reich hat ihn geworfen. Tobias Reich ist ein sehr guter Werfer. 20. Kann natürlich da einen kleinen Vorteil verschaffen mit so einem guten Werfer. 15. Off course. 10. 9. 8. 7. 6. Was der Thorsten da 5, machen kann. On course. Natürlich komplett ein anderes Bild gegenüber 1. gestern. Weil da ist schon ziemlich alles Gewicht raus jetzt. Five. Also immer Halbzeit. Six. Fliegt das aber sehr sauber natürlich. Seven. Trotz diesen schwachen Bedingungen. Eight. Keine Fehler. Darf man sich jetzt auch nicht erlauben, das wäre fatal. Ja, hat er alle sicher durchgekriegt, also das kriegt er in den Kasten, auch wenn es keine Spitzenzeit ist, 74, das war, er freut sich nicht wirklich. Ja. Ja, vor allem Erwartungshorizont. Das war immer Erwartungshorizont, ja. Das ist korrekt, korrekt. Ja, ja. Das war also während des Laufes waren irgendwie 3,5 Meter. Das war schon gut. Hat ja, er gut gemacht. Ja, ja, also ohne Fehler. Also am Fehler darfst du auch nicht erlauben, sonst bist du, knallst du dich weg, oder? Guck mal, wir genießen jetzt den schönen Sonnenuntergang. Ja, genau. Rechts. Und warten mal auf bessere Bedingungen. Genau, okay. Also mein Teamkollege Andreas Böhlen steht schon da vorne, freut sich riesig. Hat jetzt warten müssen, lange Zeit. Ich denke so 2,5 Stunden wartet er schon auf den Start. In Runde 13. Next pilot number 48, Andreas Bolland. Also, da vorne steht er schon. Markus Meissner wird er fragt, ob er die Winde aufbauen kann. Wir haben aber keine Haken dran und jetzt? Wir aber nicht. Also. Ja, er bleibt da locker. Unser F3B-Spezi fragt nach der Winde, aber ich denke, die wird ihm nicht gewährt. Wir warten auf eine Freigabe.
Konditionen sind ja, gar nicht da. Ja, dann schwatzen wir doch mal mit dem André. Ja, in der Zwischenzeit, ja. Wie läuft es denn für euch, Spanier? Ja, sehr gut. Wir haben 2,80er Zeiten geflogen. Das ist eigentlich. Das ist ja Hammer. Ja, das war richtig gut. Was will man da noch mehr? Ja. Wir wollten eigentlich die Tschechen noch einholen, aber das sieht jetzt etwas schwieriger aus. Das sind ja in der Summe 160. Ja, ja. Das war nicht viel. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt ist. Ja. Zu 62 Sekunden sind ja nur 18 Sekunden Unterschied. Ja, oh ja, ja. Oh, das ganze Punktewürfeln beginnt natürlich so. Und, ja, die Ente kackt am Schluss. Und dann ja, wir sehen, genau. Das sagt man so. Also morgen ein bisschen mehr Forecast. Kommt es dann das zum Showdown. Heute wir schon. Knebeln wir jetzt noch diese Idee. Heute mal früher ins Bett gehen. Ja. Du bist dann gestern zu lange. Ich denke schon, ja. Heute knebeln wir jetzt diese Barbecue 13 gemacht. Durch. Und dann ist dann gut. Jetzt, ja, Andreas, geht er wieder zum Start. Start working time. Er bekommt ein Signal, ist da. Also, wenn wir mal nach da vorne, da steht er. Mal schauen, was der Markus macht da. 20. Er sagt, gib alles. Ja. Markus schmeißt, was er kann. 25. 20. Oh, ja, ja, ja. Da ist gar nicht viel drin. 15. 15 Sekunden noch. 10. 9. Ganz schon. 8. 7. 6. 5. 4. 3. So. 2. On course. Ja, seine Aufgabe ist eigentlich jetzt, das Flugzeug da noch an der Handkante zu halten, diese 10 Längen abzuspulen irgendwie. Hat man natürlich viel Zeit zum Steuern. Das gibt es vermutlich einer meiner längsten Episoden hier. Bei so schwachen Bedingungen. Was kann man noch erzählen? Ja, Andreas fliegt immer noch sein People 1. Heute sind eine Liste rausgekommen mit den Modellen, was da so eingesetzt wird. Pitbull ist vor allem Pitbull 2 sehr beliebt. Neben natürlich den üblichen Verdächtigen wie Freestyler in allen Varianten und Shinto. Sind aber auch neue Modelle dabei, die wir noch nicht an der WM sahen, wie die Weiss oder Quantum, was der BR Rund 11 liegt. Natürlich und auch Eigenbauten sind da. 80, von Markus 79. Meissner. Ja, 1,79. Was will man da sagen? Nicht viel. Next pilot number 15, Fernando. Man muss jetzt natürlich schauen, dass er das Modell noch ohne Schaden landen kann, weil Höhe gewinnen ist da nicht viel. Aber er wird das schon können. Und ich schau mal nach vorn. Da ist auch André Osten schon als Helfer am Start. Möchte den nächsten Piloten starten. Das wäre dann der Spanier Fernando Moro. Aber ich denke, wir haben genug gesehen, wie es jetzt ist. Es sind noch einige Piloten, die fliegen sollten, um diese Runde 13 fertig fliegen zu können. Dann schwenken wir halt mal so über den Platz da. Ja, alles sehr entspannt da, keine Windgeräusche. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.